Herzlich willkommen zu Jagdfieber. Hjartanlega velkomin í Jagdfieber. Herzlich willkommen zu Jagdfieber, zur neuen Saison 2015-2016, zum ersten Heimspiel hier im Fuchsbau gegen den Aufsteiger aus Leipzig. Mein Name ist Markus Assmacher und gleich begrüßt ihr gemeinsam mit mir unser Neuzugang mit der 4, Bjarki Mar-Ellison. 25 Jahre jung, Zweitliga-Torschützenkönig, Familienmensch. Bjarki Mar-Ellison ist seit dem Sommer in Berlin, hat einen Vertrag bis 2017 und will sich nun in der ersten Handball-Bundesliga etablieren. Guter Typ, der sehr gut Deutsch spricht, war ja auch schon ein paar Jahre in Deutschland. Ja, ist unser O'Sullivan, unser Billardspieler. Ich glaube, mehr gibt es dazu nicht zu sagen. Ja, Bjarki ist ein schöner Typ. Das bringt Humor und so in Mannschaft. So, ich finde Bjarki ein guter Typ. Ich freue mich, dass er hier hingekommen ist, weil wir haben jetzt zwei wirklich starke Rückraumlinks. Ich denke, das kann man sagen, das ist vielleicht unsere beste Position jetzt. Wir haben zwei verschiedene Tipps. Und beide sind spielerisch und auch menschlich ganz gut. Der eiskalte Isländer in Berlin. Wie fühlst du dich in Berlin wohl, Bjarki? Ja, ich fühle mich richtig gut bis jetzt und hoffentlich bleibt das so. Leider konnten wir heute nicht ganz so viel sehen von Bjarki. Bjarki hat nicht ganz so viel gespielt, aber wir schauen uns jetzt an, wie die anderen gespielt haben. Der Spielbericht Füchse Berlin gegen die Gäste aus Leipzig. Zweifelsohne, es schlägt 13 an diesem ersten Heimspieltag bei den Füchsen Berlin. Die Petar Nenadic-Show, die 13 erzielte Treffer des serbischen Rückraumspielers, beinhaltet, die zum Teil einer spektakulärer als der andere ist, ist ein wichtiger Teil des 34-27 Erfolges der Spieler von Trainer Erlingur Richardson. Ich muss sagen, dass Petar hat wieder gezeigt, dass er ist sehr, sehr talentierter Spieler. Er hat sehr viele Möglichkeiten zum Werfen und macht die Sache, die niemand erwartet. Ja, das hat sich wieder gezeigt. Ich bin ganz froh, dass wir so einen Spieler in der Mannschaft haben. Vor der Partie heißt es aber noch einmal gebührend Danke zu sagen an Ex-Kapitän Iker Romero, dessen Trikot nun unter der Hallendecke des Fuchsbaus hängt. Ich denke, dass Iker vermisst jeder. Das haben wir auch heute gesehen, dass alle diese 7000 Zuschauer haben das gezeigt, dass die vermissen ihn. Weil das war nicht nur absolute Weltklasse-Spieler, das war auch super Mensch. Super menschlich, sehr lieb und nett. Und natürlich so einen Mensch vermissen wir sehr viel. Aber das ist einfach Sportleben. Und ich muss sagen, das bin ich sehr stolz, dass mein Trikot hängt da neben Ikers Trikot. Beide Teams trafen bereits im DRB-Pokal aufeinander. Ein Spiel, das die Berliner am Ende für sich entscheiden konnten. Aber der Aufsteiger beginnt auch im Fuchsbau kämpferisch. Neuzugang Drago Vukovic erzielt hier das 3:3 für die Füchse. Die Berliner brauchen einen Moment, um in die Partie zu kommen. Doch dank einer stetig besser werdenden 6:0-Deckung können die Hausherren erste Gegenstöße initiieren. Fabian Wiede bedient den Kapitän Frederik Petersen die 6:5-Führung für die Füchse. Und dann nimmt erstmals Petar Nenadic aus dem Spiel heraus Maß. Dass Neuzugang und Abwehrchef Jakov Bujun zweifelsohne ein langer Kerl ist, ist definitiv bekannt. Wie wichtig seine Körperlänge in der Abwehrarbeit ist, zeigt der Kroate in dieser Szene. Wurf geblockt und wieder kann der Kapitän die Nerven behalten und den nächsten Gegenstoß vollenden. Aber die Gäste aus Leipzig erspielen sich immer wieder ihre Treffer. Mitte der ersten Hälfte beginnt Füchse-Trainer Erlingur Richardson mit der Rotation und schickt mit dem gerade einmal 18-jährigen Finn Ole Fritz ein weiteres unbekümmertes Füchse-Talent auf die Platte. Für den Rückraumakteur der Berliner sind es die ersten beiden Bundesliga-Treffer vor heimischer Kulisse. Und persönlich bin ich natürlich überglücklich, in meinem ersten Spiel in der Schmelinghalle auch noch zwei Tore geworfen zu haben und ja, überwältigt. In der Halbzeitpause steht dann zunächst wieder einmal Iker Romero im Vordergrund. Auf dem Feld erweist sich Petar Nenadic ebenfalls als guter Ballverteiler, bedient mustergültig Willi Weihrauch. Doch das Berliner Trainerteam sieht in der Folgezeit auch, dass der Aufsteiger drauf und dran ist, den 5-Tore-Halbzeitrückstand zu egalisieren. Das probate Mittel der Gäste, Anspiel auf ihren Kreisläufer. Die Leipziger sind im zweiten Durchgang letztlich bis auf einen Treffer dran an den Füchsen. Doch deren Kreisläufer Jesper Nielsen kann zunächst wieder auf 2 Tore erhöhen. Ehe dann die bereits schon erwähnte Show des Petar Nenadic beginnt, der nun nach Belieben aus den unterschiedlichsten Entfernungen und Situationen trifft.
In dieser Szene knapp 10 Minuten vor Schluss zum 27:24. Und in dieser Szene ebenfalls sehenswert zum 29:25. Ja, Petter ist ein ganz besonderer Spieler und ja, es ist natürlich unnachahmbar, was er auf dem Feld macht. Also daran kann man sich schwer orientieren, das kann man halt nicht kopieren. Und ich denke mal, auch diese einzigartige Spielweise macht ihn für die Gegner auch schwer berechenbar. Aber auch Kreisläufer Jesper Nielsen trifft sehenswert. Letztlich gewinnen die Füchse verdient mit 34:27 gegen den Aufsteiger aus Leipzig und können sich nun auf das Abenteuer Club-WM in Katar freuen. Pjanki, erstes Heimspiel hier im Fuchsbau, 7.205 Zuschauer. Warst du ein bisschen nervös? Nein, ich habe mich gefreut. Das ist eine gute Zahl, 7.200, das ist schön und hoffentlich bleibt das so die ganze Saison. Wir wollen natürlich hoffen, dass ein paar mehr Zuschauer in Fuchsbau kommen, denn wir wollen ganz oft ein ausverkauftes Haus haben. Ich kann dir eines versichern, wenn du ein Tor machst, es kommt ein schönes Tor-Jingle, das wirst du hoffentlich auch bald hören. Freust du dich auf dein erstes Tor hier im Fuchsbau? Na klar, ich habe gehofft, dass ich würde das heute machen, aber Freddy hat unglaublich gut gespielt und mit den 2 Punkten bin ich zufrieden. Aber ich freue mich natürlich auf mein erstes Tor. Wenn du so mal über das Spiel ein bisschen was erzählen kannst oder willst, wie hat dir das Spiel gefallen? Wie haben wir deiner Meinung nach gespielt? Also ich glaube, wir haben das Spiel im Griff gehabt von der ersten Minute. Wir haben gut gedeckt von Anfang an, aber in der zweiten Halbzeit haben wir ein bisschen Probleme gehabt, beide vorne und hinten. Aber wie gesagt, ich hatte immer dieses Gefühl, dass wir würden das am Ende gewinnen. Ich glaube, die Unterstützung von 7.205 Zuschauern, die macht einfach auch Spaß, die ist auch wichtig als Sportler. Was war für dich der ausschlaggebende Punkt, dass du heute so relaxed zugucken konntest, dass das Spiel wirklich so nach Hause geschaukelt worden ist? Also ich habe die Leistung von Petr Nenadic gesehen, das hat mich ruhig gemacht, er war unglaublich gut heute. Und ich weiß nicht, unsere Tore da waren beide auch, glaube ich, gut, oder? Ah, ich glaube. Aber wir haben, ja, wie gesagt, das im Griff gehabt. Petr Nenadic, du hast es eben angesprochen. Ich glaube, wenn ich jetzt noch alles richtig im Kopf habe, waren es 13 Tore von unserer Nummer 13. Die muss man erstmal machen. Ja, die muss man erstmal machen, genau. Und er hat auch wichtige Tore geworfen. Das war auf wichtige Zeitpunkt in die zweite Halbzeit, hat er super gespielt. Und für uns war das sehr, sehr wichtig. Jetzt kommst du als Torschützenkönig aus der zweiten Liga hier nach Berlin in die erste Liga. Was ist der Unterschied zwischen der ersten und zweiten Liga? Ja, zum Beispiel die Max-Schmeling-Halle und die Hallen überall im ersten Bundesliga sind richtig groß. Die Qualität von den Spielern sind auch mehr, die Tore da sind viel besser. Aber am Endeffekt ist das nur Handball. Dein Ziel für die Saison mit den Füchsen? Einfach zu helfen, so viel wie ich kann und hoffentlich auf dem Spielfeld auch ein bisschen was und Erfolg haben, das ist immer mein Ziel. Erfolg hatte auch, glaube ich, jemand, der versucht hat, dich zu fotografieren in 3D. Wie das Ganze ausgesehen hat, das sehen wir jetzt. Mit Sack und Pack geht es zum Fototermin. Das Ziel, der sympathische Isländer, soll künftig auch als 3D-Figur erhältlich sein. Generell ist Bjarkima Ellison ein absoluter Familienmensch und im Prenzlauer Berg heimisch geworden. Das ist sehr, sehr wichtig. Also erstmal macht meine Frau das Essen, das ist richtig wichtig. Und dann kann ich mit meinem Kind spielen, weißt du, das ist auch wichtig. Aber natürlich ist meine Familie außer Handball, ist das alles, weißt du. Aktuell ist die Zeit mit der Familie in Zeiten des Saisonstarts rar gesät. Da hilft es, dass sich der Linksaußen in seinem Füchseumfeld gut behütet fühlt. Weil wir haben so viele Reisen zusammen und wir sind viel im Hotel zusammen. Und dann muss die Stimmung gut sein und ja, also diese Verrücktheit gefällt mir auch. Auch inmitten von 70 Fotokameras steht Bjarki, sein Mann. Aus den geschossenen Bildern setzt sich dann die 3D-Figur zusammen. Prinzipiell ist der 25-Jährige aber kein Mann für überzogene Siegesposen. Was ich habe
gelernt hier in Deutschland, dass also meine 2 Jahre hier, wenn du machst sowas, dann und du siehst das in 2, 3 Jahren, dann denkst du immer, ah, das sieht scheiße aus. Also, besser weniger machen in diese Posen. Klare Ziele, bescheidenes, sympathisches Auftreten. Man hat das Gefühl, die Füchse und Bjarkima Ellison passen mehr als gut zusammen. Bjarki, als eigentlich total cooler Isländer, gibt es eine Sache, die du nicht so gerne machst. Du postest nicht so gerne. Warum? Weil ich bin sehr cooler Isländer, wie du gesagt hast. Bjarki, von der Kälte geht's in die Hitze, es geht nach Katar. Habt ihr da richtig Bock drauf? Ja, also wir müssen. Das Flug ist schon gebucht, also wir müssen dahin fliegen. Natürlich ist unsere Karte nicht so breit und 3 Spiele in 4 Tagen oder 5 Tagen und dann direkt nach Eisenach wird schwer, aber irgendwie müssen wir das hinkriegen. Wenn ich jetzt die Rechnung von Bob aufmachen würde, die Spieler alle gewinnen, ist fast ein Hauptsponsor auf der Brust, wäre nicht schlecht, oder? Nein, natürlich nicht. Und wir werden auf jeden Fall alles geben und hoffentlich Ergebnis erreichen. Also ich wünsche mir für die Füchse, dass ihr auf jeden Fall in Katar jedes Spiel gewinnt. Das wird uns auf jeden Fall weiterbringen. Und ich danke dir, wünsche dir eine geile Zeit in Berlin und vor allen Dingen viele, viele coole Tore in Berlin. Unser Neuzugang Bjarki Ma Ellison.